Das hier ist eine ganz normale Bananenfarm und im heutigen Video werden wir diese Bananenfarm upgraden und zwar bis Stufe 12. Ihr seht, wir haben hier richtig viele verschiedene Bananenfarmen. Wir fangen mit der Funky Farm an und wir gehen dann weiter bis zu der Bananenfarm, die einfach nicht mal mehr einen Namen hat. Da steht einfach nur 0 und Error. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier abgehen wird und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich baue natürlich auch ein bisschen Defense, also wir können jetzt nicht nur einfach eine Farm bauen, deswegen werde ich hier erstmal meinen kostenlosen Wurfelaffen platzieren und ich denke, den tune ich mir hier direkt mal auf 022, Very Quick Shots, Enhanced Eyesight. Damit sollte der jetzt eigentlich hier auf dieser Karte ganz gut verteidigen. Wir werden dann natürlich hier auch einen Bananenfarmer holen, der kommt hier neben die Farm, dass der schön die Bananen einsammelt von der Bananenfarm. Und ich würde sagen, wir gehen als erstes mal oben auf Greater Production, dass wir hier jetzt erstmal so einen kleinen, ja, dass wir halt überhaupt irgendwie ein bisschen Geld machen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Bananenfarm sind relativ teuer. Also die hier kostet 355.000, 655.000 und so weiter und so fort. Also es wird richtig, richtig teuer. Ich denke, wir müssen richtig viele Farmen raushauen, um richtig viel Geld zu machen. Dafür kaufe ich mir jetzt erstmal nochmal kurz ein paar Bananenfarmer. 20 Stück sollten reichen. Die werde ich hier jetzt mal eben so über die Karte verteilen, dass ungefähr überall ein Farmer jede Ecke abdeckt. Dann, nee, das ist doof. Da muss ja eine Farm hin. Wir machen das mal hier. Einen hier oben, einen hier unten, dann einen hier in dem Kreis, einen hier in der Ecke. Hier würde ich noch einen hinpacken, oben links in die Ecke. Hier am Kaktus hätte ich auch gerne einen. Dann hier noch einen und ganz hier oben noch einen. Ich glaube, das reicht. Wie viel haben wir jetzt platziert? 13 Stück oder 14 Stück mit dem ersten? Ja, das geht klar. Jetzt brauchen wir natürlich extrem viele Farms, um mal Geld zu machen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal alles mit 200 Farmen vor oder aufbauen. Und für euch ist das jetzt eine Sekunde. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Und ich habe jetzt als Verteidigung erstmal einen 024 Sharpshooter gebaut. Also einen Wurfelaffen mit einer richtig starken Armbrust. Und außerdem habe ich ihm hier so einen Alchemisten hingebaut, damit er halt Bleiblooms kaputt machen kann. Den stelle ich mal auf Stärkster. Und ich denke, jetzt können wir uns erstmal hier auf unsere Farm fokussieren. Ich würde sagen, wir gehen oben erstmal auf eine Bananen Research Facility, dass wir halt richtig viel Geld machen. Und was wir natürlich auch brauchen, ist ein Ultra Boost Engineer. Und zwar würde ich den gerne irgendwo hinbauen, wo er nicht stört und nicht so im Weg steht. Vielleicht hier unten. Nee, da passt er leider nicht hin, unten rechts. Ich platziere mal hier unten. So, wir haben jetzt hier einen Overclock. Den packe ich mal hier schön, dass der hier seinen Foam, beziehungsweise der kann den Foam ja auch ruhig auf die Straße schießen. Dann packe ich da einen Techbot auf den und Overclock hier die ganze Zeit die Farm. Wo ist denn mein Techbot? So. Ich bin übrigens übertrieben gehypt drauf, ob die Bananenfarm Damage macht. Es wäre super geil, wenn wir endlich eine Bananenfarm haben, Leute, die richtig, richtig viel Damage macht. Denn, keine Ahnung, wir hatten ja mal den Bananenparagon. Das war absolut crazy. Aber der hat ja leider keinen Damage gemacht. Und ich hoffe, dass dieser Paragon heute einfach so, ja, giftige Bananen oder so wirft, die einfach richtig viel Schaden machen. Das wäre übertrieben geil. Kriegen wir eigentlich einen Moab kaputt mit unserem jetzigen Setup? Ich weiß gar nicht. Also es könnte schon richtig heftig werden. Der Moab kommt jetzt, wir haben 65.000. Wir haben also fast 100.000 für die Fünferfarm. Und vom Schaden her, ja, ist gut, ne? Hat es easy hingekriegt. Wir könnten theoretisch einen Crossbow-Master gehen, aber ich würde erstmal gerne die Fünferfarm holen, damit wir überall mehr Bananen und mehr Geld kriegen. Let's go, Fünferfarm. Als nächstes haben wir die Funky Farm. The OGT6 Banana Farm steht da. Ich bin, oh mein Gott, okay. Das sieht aus, als wären das drei Farmen vereint. Also es sieht so ein bisschen aus wie die Farm, die wir jetzt haben, aber in, ja, in golden und die produziert blaue Bananen. Vielleicht können die Bananen eineisen, ich weiß es nicht genau. Aber bevor wir auf die Farm gehen, Leute, würde ich sagen, müssen wir jetzt erstmal alles auf 320 oder auf 420 upgraden, dass wir wirklich richtig, richtig viel Geld machen. Und deswegen würde ich sagen, baue ich erstmal noch ein bisschen Defense und dann werde ich erstmal ein bisschen chillen und einfach nur Farms upgraden und vielleicht einen kleinen Timeskip machen. Aber ich würde ganz gerne hier noch einen Druiden des Dschungels bauen. Und zwar baue ich den mal hier so. Zack, zack und Spirit of the Forest. So, perfekt. Dann mache ich noch die Fähigkeit einmal auf den. Dann macht er noch ein bisschen Geld. Geld brauchen wir ja. Dann machen wir ja ein Techboard. Und ich glaube, jetzt können wir das hier auch verkaufen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir ein bisschen mehr Farms haben, Leute.
Für euch waren das jetzt wieder nur ein paar Sekunden. Für mich war das einfach, ja, ihr könnt euch einfach vorstellen, wie bei SpongeBob, wenn der Sprecher einfach sagt, eine Ewigkeit später. So lange war das ungefähr für mich. Wir sind jetzt mittlerweile in Runde 63. Und Leute, uns fehlt nur noch 100.000 für die Funky Farm. Wir müssen mal gucken. Also wir machen pro Runde irgendwie extrem viel. Wir müssen mal gucken. Jetzt endet die Runde. Wir haben 240.000 gehabt am Ende der Runde. Also 240.000. Wir gucken mal Runde 66, wie viel Geld wir haben. 430.000. Also wir machen über 100.000 mittlerweile die Runde. Und wir gehen jetzt auf die OG T6 Bananenfarm. Let's go. Okay, sie sieht auf jeden Fall anders aus, hat blaue Bananen. Wie viel Geld macht der Bruder? 16.000 hat er gerade mit einem Tick gemacht. Was? Macht er mit einer Crate 16.000? Oha, der macht wirklich mit einer Crate 16.000. Und wir können da ja noch, ich kann da ja noch ein Affendorf nebenbauen. Warum habe ich das denn noch nicht gemacht, Bruder? Einfach hier Affendorf daneben, noch einen neuen Farmer daneben, so. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Ultra Boost. So, Ultra Boost den jetzt mal 10 Zimmer. 19.500 macht die mit einer Kiste, Leute. Die macht ultra viel. Die nächste ist die Big Banana für 655.000. Alle Bananen sind zweimal so viel wert wie jetzt. Außerdem verbessert das den Buff vom Banana Central, also von der normalen OG T5 Farm, Leute. Für 655.000, das müssen wir ja eigentlich nächste Runde haben. Okay, haben wir. Ich würde sagen, wir gehen drauf. Okay, jetzt ist sie so lila und hat so türkisfarbene Bananen und sie macht 32.500 mit einer Banane, Leute. Also es artet jetzt langsam richtig, richtig aus. Könnte sein, dass diese Farm später mehr Geld macht als der Bananen-Paragon. Also Bananenfarm-Paragon, das wäre übelst krass. Monkey Banana Crates. Für 1,2 Millionen ist das nächste Upgrade, Leute. Und da macht es, Monkey Branding makes the bananas worth more. Also durch dieses, durch Marketing, durch Affenwissen-Marketing, oder nee, durch Affengeld-Marketing steht da. Bringen die Bananen jetzt einfach mehr Geld, die Bananen? Hä? Und es bufft nochmal. Okay, also, ich hab's gecheckt. Durch das Affengeld-Marketing bringen jetzt alle Bananen mehr Geld und der Buff vom Banana Central, also von der OG T5-Farm, wird nochmal gebufft. Das heißt, alle anderen Farmen machen auch noch mehr Geld. Fällt mir jetzt gerade erst auf, jede Farm macht 488. Teilweise die in Range vom Monkey City 588. Ist ja übel viel. Wir können auf jeden Fall drauf gehen, ist Runde 73. Ich würde mal gucken, wie viel das... Oh mein Gott. 58.000 kriegen wir mit einem Tick. Und wir haben erst fünfmal geultraboostet. Das heißt, wir kriegen gleich noch viel mehr Ticks, Leute. Guckt euch das an. Das ist jetzt schon der zweite Tick, dritte Tick. Okay, das wird crazy. Das wird gottlos. 5,6 Millionen, die nächste. Diamant-Bananen. Ultra-Valuable Diamant-Bananas. Also extrem wertvolle Diamant-Bananen kommen aus dem nächsten raus. Anscheinend ist das so eine, ja, so eine Rubin-Bananen-Farm. Und die ballert dann einfach so, ja, Diamantbananen raus. Also, okay. Ich bin mal gespannt, aber bis 5 Millionen wird es ein bisschen dauern. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Defense. Und deswegen würde ich sagen, holen wir uns noch irgendeinen Turm, der uns hier ganz gut hilft. Und zwar hätte ich gedacht, wir gehen einfach auf das gute, alte Stufe 1000 Bootparagon. Der Stufe 1000 Bootparagon sollte eigentlich easy deffen können. Das heißt, ich kann hier erstmal die Brüder verkaufen. Und ich glaube, jetzt können wir einfach durchspeeden, bis wir 5,6 Millionen haben. Das wird, denke ich, schätze mal Runde 80. Es ist Runde 79, Leute. Ganz knapp dran vorbei. Wir gehen also jetzt auf die Stufe 9 Bananenfarm. Diamant Bananen. Und das nächste, beim nächsten steht Loading. Das heißt, das können wir gar nicht kaufen. Alter, wir können das gar nicht kaufen. Das heißt, wir müssen irgendwie warten, bis die Bananenfarm genug produziert hat oder so. Oh mein Gott, was geht denn hier ab vom Geld her? Wir haben gerade schon wieder 5 Millionen drin. 250.000 macht die mit einem Abwurf. Okay, das ist gut. Das ist krass. Das ist richtig krass. Hä? Achso, ich dachte gerade, ich kann nicht upgraden. Okay, ich würde sagen, wir warten einfach. Ich lass einfach mal durchspeeden und ich hoffe, ich kann das gleich irgendwann kaufen. Mein Handy ist gerade aus meiner Hose gefallen. Verdammt. Okay, Leute, Runde 86. Nachdem wir 25 Millionen gehittet haben, kann ich das jetzt kaufen anscheinend. Es steht zwar immer noch Loading da, aber ich drücke einfach mal drauf. Es hat 10 Millionen gekostet. Wir haben einfach nur noch eine komplett weiße Bananenfarm und wir machen 3,8 Millionen pro Tick. Wir können direkt auf die nächste gehen. Was ist denn der Text hiervon? I am God, okay? Der Text hiervon ist, guys, I think we should stop with the bananas. Das ist die Stufe 11 Farm, Leute. Ich will euch jetzt nicht auf die Folter spannen und ich will auch selber nicht warten. Wir gehen einfach drauf. Okay, sie wird komplett schwarz und sie macht mit einem Tick 41 Millionen.
Ist das Millionen? Ja, 41 Millionen. Und jetzt kommt die Error-Farm. Ich vermute, wenn wir hier auf diese Farm gehen, machen wir einfach unendlich viel Geld. Auf die Plätze. Ich verkaufe erstmal alle anderen Farmen. Wir haben ja eh genug Farmen. Also, wie viel macht eigentlich ein so eine Farm? 488. Okay, die machen gar nicht mehr so viel. Okay, Leute. Wir kaufen die jetzt jede Sekunde. Warte kurz. Verkaufen. Wenn wir 1 Milliarde haben. Okay, wir haben 1 Milliarde. Schnell noch die Affenfarmer hier verkaufen. Zack, zack, zack. Und auf die Plätze. Fertig. Go. 363 Millionen. Und guckt euch an, wie schnell das Geld rauskommt. Man, wir sind, ja, wir haben unendlich viel Geld. Wir sind ins Unendliche rein. Aber die Farm macht keinen Damage, oder? Hier sieht man übrigens nochmal oben, wie viel die Farm eigentlich gefarmt hat. Die Farm macht, ich muss mal Autostadt ausmachen. Wir haben jetzt 11,5 Milliarden. Die Farm macht in einer Runde 5,5 Milliarden Money. 5,5 Milliarden, das müsst ihr euch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Leute, das ist so viel Geld, das ist absolut geisteskrank. Ich finde es leider schade, dass dieser Mod hier immer noch nicht ein Mod ist, der die Bananenfarm kämpfen lässt. Ich würde es übelst feiern, wenn die Bananenfarm endlich mal Schaden machen würde. Aber wir können uns halt theoretisch jetzt einfach alles kaufen mit dem Paragon. Also, ich meine, guckt euch das an. Ich kann ja einfach den Slider, ich kann den Slider gar nicht benutzen, okay. Aber wir können theoretisch jeden Paragon, den wir haben wollen, kaufen. Wir haben einfach unendlich viel Geld. Selbst wenn ich jetzt was kaufe, passt auf oben aufs Geld. Wir verlieren kein Geld mehr, weil wir so viel Geld haben. Also, Leute, confirmed, die Stufe 12 Bananenfarm. Völlig unbalanced, super broken, kann leider nicht attacken. 8 von 10 Mod. 8 von 10 würde ich sagen. Ist ganz cool. Oh, 7 von 10. 7 von 10 Mod. Kann man mal machen. Ist ganz cool. Passt auf, wenn ihr den Mod benutzt. Ihr werdet auf jeden Fall geflaggt, weil wenn ihr in diesen Bereich kommt, dann seid ihr definitiv geflaggt. Und ja, ich hoffe, wir kriegen bald mal wieder einen neuen Anime-Mod. Würde ich übelst feiern. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein. Ich mache hier noch ein bisschen Geld. Baue noch ein paar andere Paragons. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.